Hallihallo und willkommen. Ich war letzte Woche für insgesamt eine Woche wieder in Manchester und zwar kommt meine Mitbewohnerin, zieht jetzt nach Deutschland und deswegen dachte ich, ich fahre nochmal mit meinem Auto runter, um ihr ganzen Kram mitzunehmen. Und bei dieser Gelegenheit bin ich auch nochmal in meine Lieblingsläden gegangen, also wie Superdrug Boots und B&M und bin da ein bisschen ausgerastet und habe Produkte gekauft, die ich so hier in Deutschland nicht bekomme und es hat damit geendet, dass ich auf so eine fette, volle Tüte mit Sachen, die ich mir dort einfach gekauft habe, weil ich die entweder gut fand oder schon mal immer testen wollte oder was auch immer. Und das wird jetzt so ein Video, das ist einerseits ein Haul, andererseits ist es aber auch eine Review, ja, so eine Kombi, weil die Produkte, die kenne ich fast alle schon oder ich habe sie jetzt auch schon in den letzten Tagen getestet. Und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt mal direkt an, weil es ist doch schon einiges. So, ich würde sagen, ich greife hier einfach random rein und ziehe das Zeug raus. Als allererstes habe ich hier Mandara Spa, Amber Heaven, das ist Duschgel. Das habe ich mir gekauft, weil ich liebe diesen Geruch. Davon hatte ich auch schon mal die Body Butter. Und die habe ich ja damals, ja, die war jetzt nicht so pflegend, wie ich es gern gehabt hätte. Und ja, meine Haut fand es nicht ganz so geil. Aber mit den Duschgel und so komme ich ganz gut klar. Und ich liebe den Geruch, deswegen habe ich mir die geholt. Dann habe ich mir von der Marke Simply diese Face Wipes geholt. In einer kleinen Größe, einfach aus dem Grund, in letzter Zeit reiße ich relativ viel. Und da brauche ich halt immer so kleinere Mengen. Und ich finde die von Simply sehr, sehr gut. Dann habe ich mir in einem 1-Pfund-Laden so zwei Handmasken besorgt. Ich mag die immer mal wieder ganz gerne, vor allem wenn es jetzt kälter wird und meine Hände anfangen ein bisschen auszutrocknen. Die hatte ich auch schon mal, die sind ganz gut. Dann habe ich von Quickies, das sind 12 Deo-Tücher. Ich finde so Deo-Tücher in meiner Handtasche immer ganz praktisch, vor allem wenn ich wirklich den ganzen Tag unterwegs bin und dann vielleicht nicht mehr abends nach Hause komme und noch irgendwo anders hingehe. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich rieche dann nicht mehr so frisch und dann verwende ich sowas ganz gern und dafür sind die ganz gut. Dann habe ich mir was Neues gekauft und zwar von der Marke Olay. Das war beim Superdrugstore vorne an der Kasse irgendwie als Angebot. Das ist eine Feuchtigkeit und so eine Glow-Creme mit SPF 15. Ich habe sie auch schon getestet. Ich finde an sich die Creme sehr, sehr gut. Ich finde wirklich, die lässt einen so ein bisschen leuchten, also so ein bisschen strahlen. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist, die hat so ein bisschen einen komischen Geruch. Der hält jetzt zwar nicht ewig, aber hält schon so, ich würde sagen, eine Stunde. Und ja, daher würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil der Geruch ist jetzt nicht ganz so geil. Dann habe ich mir wieder von St. Yves oder St. Yves oder was auch immer das Apricot Scrub gekauft. Ich verwende das sehr gern für mein Gesicht. Ich mag die ganz gern, weil das Scrub da drin einfach Aprikosenkerne sind, was ich halt besser für die Umwelt finde. Und die finde ich sehr, sehr gut. Und daher habe ich mir das jetzt einfach mitgenommen. Und ich habe mir jetzt diesmal die Variation Blemish Fighting, also gegen Pickel, genommen. Die haben auch noch irgendwie eine so sensitive Haut und noch irgendwas anderes. Aber ich dachte, ich probiere mal das Blemish. Dann habe ich sehr, sehr viel, also man sieht schon, da kommt glaube ich auch noch mehr von meiner Vitamin E-Reihe, weil ich liebe diese Reihe. Einmal habe ich wieder den Toning Mist, den hatte ich ja schon mal, den habe ich auch schon einmal aufgebraucht. Ist im Prinzip ein Gesichtswasser, das man sich ins Gesicht sprüht. Dann mein Dual Phasen Öl Cleaner, also vor allem wenn man wasserfestes Augen-Make-up hat, finde ich den sehr, sehr gut und ich mag den einfach total gerne. Dann dazu habe ich glaube ich auch irgendwie noch den passenden Anhang dazu. Und zwar, das hatte ich in meiner alten Wohnung immer. Das sind diese Dinger, die man in die Steckdose steckt und dann riecht deine Wohnung danach. Und das hier ist die Frosted Pine Version. Die hatte ich bei mir auch schon und ich liebe das. Das riecht einfach so sauber, frisch und so ein bisschen waldmäßig. Dann die Nummer 3, also die hellblaue, riecht auch ein bisschen, hat noch so einen leichten Vanilleunterton. Also wirklich hammer, hammer gut. Deswegen musste ich das unbedingt mitnehmen. Dann habe ich von drei verschiedenen Marken drei verschiedene Fußpackungen. Also das sind im Prinzip Söckchen, da steckt ihr eure Füße rein und lasst sie da 20 Minuten drin und dann habt ihr ganz weiche Füße. Und ich kannte die zwei schon von vorher, also das Macadamien und das Tea Tree. Finde ich beide sehr, sehr gut. Und jetzt hatte B&M eine neue Variation, nämlich die Kokosnuss. Die habe ich auch schon ausprobiert und die finde ich sogar mittlerweile fast einen Ticken besser als die.
Ich finde sie sehr, sehr pflegend. Ich finde die einfach hammergut. Deswegen mussten da auch wieder ein paar mit. Ich sehe auch gerade, hier sind noch zwei. Dann habe ich mir von I Love Makeup eine Palette gekauft, nämlich die Makeup Geek Palette. Ich habe sie mir aus dem Grund gekauft, einmal weil die Farben super gut pigmentiert sind und weil hier einfach alle Farben drin sind. Und ich fand die Idee dahinter, warum ich mir die unbedingt kaufen wollte, war einmal, ich fand sie sieht echt süß aus. Und weil die Farben, wie gesagt, gut pigmentiert sind, weil es so eine Farbauswahl hat. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mal auf Reisen bin, muss ich nicht irgendwie 3, 4 verschiedene Paletten mitnehmen, sondern ich kann die hier mitnehmen. Ich kann da klassische Make-up-Sachen machen. Ich kann aber auch ein bisschen ausgefallener schminken und daher finde ich die sehr, sehr gut. Dann habe ich vom Super Drugstore, das ist so ein Fußraspler, ich finde den einfach ganz gut. Den hatte ich schon mal, deswegen habe ich mir davon nochmal 2 gekauft, weil es gab das große Angebot, irgendwie Kauf 1, zahl beim zweiten nur die Hälfte. Und ja, das habe ich mitgenommen. Dann habe ich von Yes2 wieder so Gesicht-Wipes mitgenommen, einfach weil meine leer waren, habe ich die auch noch mitgenommen. Ich hatte die mal mit Blaubeere, die mit Blaubeere fand ich vom Geruch super ekelhaft, aber die waren eigentlich ganz gut zur Haut. Die hier sind jetzt Gurke, ich finde den Geruch mega cool. Ich mag den Geruch von Gurke sehr gerne in meiner Gesichtsroutine. Aber die brennen mega. Also wenn ich die... Beim ersten Tag war es noch okay. War alles top. Beim zweiten Tag habe ich dann gemerkt, hier in der Gegend fängt es halt echt mega an zu brennen. Und am dritten Tag ging es schon gar nicht mehr bei mir. Ich muss aber sagen, es nimmt wirklich das komplette Make-up runter. Wenn ihr die habt, braucht ihr nichts anderes mehr. Aber ich kann sie einfach nicht 3 Tage hintereinander verwenden. Daher würde ich mir die nicht mehr kaufen. Dann habe ich mir 2 Masken von Montagne Jeunesse besorgt. Einmal die Tea Tree Peel-Off Masken. Ich liebe die Peel-Off Masken von Montagne Jeunesse, weil die immer komplett in ein Stück runterkommen. Und dann die weiße Schokoladenmaske, einfach weil ich liebe weiße Schokolade. Dann, ganz stumpf, habe ich mir insgesamt 3 Zahnbürsten gekauft. Eine steht schon bei mir im Bad. Und zwar mag ich die extra Soft Zahnbürsten von Colgate. Die habe ich in England immer verwendet. Und die bekommt man hier einfach nicht. Und daher dachte ich, ich nehme die einfach mit. Dann hier, das wollte ich euch zeigen. Das ist dieses, irgendwas ist ausgelaufen da drin. Egal. Das hier ist das Ding, was man in die Steckdose macht. Und ich habe dazu jetzt noch mit Vanille. Das riecht auch ganz gut. Dann habe ich von Vitamin E auch noch 2-mal die Gesicht-Wipe-Tücher genommen, weil ich finde, das sind meine persönlichen Favoriten. Ich finde, das sind die besten Gesichts Abschminktücher und ja, daher mussten sie mit. Dann habe ich von der Superdrugstore Marke einmal das Natural Radiance Glycol Overnight Peeling. Das habe ich momentan schon in Verwendung, also das ist jetzt das zweite und ich finde es wirklich, wirklich gut. Das ist ein bisschen wie das Übernacht-Peeling von Paula's Choice, nur dass das hier wesentlich günstiger ist. Das beschmiert man sich einfach nach dem Gesichtswaschen und nach dem, nach dem Gesichtswasser schmiert man sich das drauf, man lässt den Mund und die Augen natürlich frei und dann einfach Creme drauf, kann ins Bett gehen, am nächsten Tag wacht man auf mit weicher Haut. Und das ist sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir noch eine Nachtcreme gekauft, einfach für den Winterfall jetzt, weil ich wollte die mal ausprobieren. Ich muss gestehen, die kenne ich auch noch nicht. Aber bisher alle anderen Marken, die ich von dieser Natural Radiance Collection ausprobiert habe, fand ich alle sehr, sehr gut und daher bin ich mal gespannt, wie die hier ist. Dann habe ich noch von Vitamin E das Bodyöl geholt für sehr trockene Haut. Das werde ich mir wahrscheinlich im Winter wieder in die Dusche stellen und werde es dann unter der Dusche verwenden wie so ein In-Dusch-Body-Lotion-Dings. Hatte ich auch schon mal, ist sehr, sehr geil. Dann habe ich 2-mal von Vitamin E auch noch das Gentle Eye Make-Up Remover mitgenommen. Ich finde die sehr, sehr gut. Die hatte ich auch schon mal in England und habe sie, glaube ich, weiterhin hier in Deutschland noch benutzt am Anfang. Und ich fand sie sehr, sehr gut und daher mussten die auch noch mal mit. Dann habe ich etwas, das habe ich noch nicht ausprobiert, von Argan Oil. Das ist ein Hair Treatment, das sind so 3 kleine Ampullen. Dann nimmt man eine Ampulle, macht den gleichen Anteil Wasser noch mit rein, rührt es ein bisschen in einem warmen Gefäß und schmiert man sich auf die Haare wie ein Conditioner, spült es aus nach 5 Minuten und hat ganz tolle Haare. Ich habe von der Marke selber, von dieser Argan Oil Marke, habe ich ein Shampoo und eine Spülung und einen Conditioner und die sind echt alle top. Daher gehe ich mal davon aus, dass das auch sehr gut wird.
Dann habe ich noch, die kenne ich jetzt noch nicht, muss ich sagen, von Multitasking 4-in-1 Face Wipes. Die habe ich einfach mitgenommen, weil es so dumm jetzt klingt. Ich mochte das Package einfach. Also die haben so ein ganzes Retro-Packaging-Variation, auch mit Gesichtsprodukten. Und da habe ich jetzt einfach das hier mal mitgenommen. Und ich fand es sehr gut, weil hier steht drauf, free from Animals, Mineraloils und Petrochemicals. Also es ist im Prinzip frei von allen bösen Sachen. Und ja, bin mal gespannt, wie das sein wird. Dann habe ich mir noch ein Duschgel mitgenommen von I Love, und zwar Strawberry Cream. Ich weiß gar nicht, bekommt man das bei uns nicht auch im Douglas? Keine Ahnung. Ich fand den Geruch einfach so künstlich abartig, dass ich ihn haben musste. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch früher, vielleicht hattet ihr das auch. Früher, als ich ein Kind war in der Schule, gab es diese Stickers, wo man so kratzen konnte. Und dann haben die nach was gerochen und genau so riecht dieses Duschgel. Deswegen musste ich es einfach mitnehmen. Dann habe ich mir von Olay auch noch ein paar Gesichtsreinigungstücher mitgenommen, auch in klein. Ich fand die damals ganz okay, die sind jetzt nicht weltbewegend die besten ever, aber für Reisen finde ich die ganz gut. Dann habe ich zweimal von Bourjois das Radiance Rival, also der Concealer, mitgenommen in der Farbe 01. Ich wollte diesen Concealer das komplette anderthalbe Jahr, wo ich in England gelebt habe, immer ausprobieren. Das war einfach ungelogen, immer ausverkauft. Jetzt war ich dort vor Ort in einem, ich glaube in einem Superdrugstore, und dann haben sie die gerade aufgefüllt und dann habe ich 3 Stück mitgenommen, weil es war so, kauf 2, krieg das dritte umsonst. Also ich habe echt auf gut Glück habe ich es mitgenommen, weil alle Engländer auf YouTube raven über dieses Produkt. Der dritte davon steht schon bei mir auf dem Schminktisch. Ich habe ihn auch schon ausprobiert und ich verstehe, warum alle dieses Produkt so krass hypen, weil es ist wirklich überragend. Also für mich bis jetzt der beste Concealer, den ich je verwendet habe, und daher bin ich sehr froh, dass ich so viele mitgenommen habe. Dann habe ich nochmal so Deo-Tücher von Hallo. Die Marke finde ich auch sehr, sehr gut, daher mussten die mit. Okay, das sind nur ein paar Strümpfe, die ich mir mitgenommen habe. Dann habe ich zweimal von der Marke Tea Tree habe ich so einen Pickelstift. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie so ein Lip Gloss. Und da schmiert man sich das einfach auf die Pickel. Ich finde, es ist der beste, den ich bisher je ausgetestet habe, und ich habe schon einige getestet. Ich habe den auch bei meinen Geschwistern schon verteilt, die finden die voll toll. Meine beste Freundin findet den auch sehr, sehr gut, und da habe ich 2 nochmal mitgenommen, weil meiner irgendwie verschwunden ist. Keine Ahnung, wo der hingekommen ist, und daher einfach nochmal 2 mitgenommen. Dann von Ted Baker habe ich eine Bodylotion. Davon hatte ich insgesamt 3 kleine Bodylotions. 2 habe ich aber schon aufgebraucht. Die finde ich sehr gut. Der Geruch ist sehr subtil, also nicht zu stark, so ganz leicht blumig. Sie ziehen sehr schnell ein und sie pflegen sehr, sehr gut. Also sehr gut. Mag ich so, wenn ich reise. Dann habe ich von der Marke 17 die Falsive Eye HD Mascara mitgenommen. Die habe ich auch bei einem YouTuber gesehen. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich die nie gekauft, weil für mich sieht die, ich weiß, kann ich das sagen, für mich sieht sie sehr billig aus. Und irgendwie habe ich ganz oft nicht so top Erwartungen an billig Mascaras. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ich High-End mag, sondern ich mag gerne die Mascara so für 6-7 €. Und die war sehr, sehr günstig. Die Marke 70 kann man ein bisschen vergleichen mit Catrice. Obwohl ich Catrice Mascaras eigentlich auch mag. So sieht das Bürstchen aus. Sehr, sehr spitz, Plastikbürstchen. Und ein YouTuber hat die empfohlen und hat auch vor der Kamera mal gezeigt, den Effekt, was die hat. Und die ist wirklich gut. Also ich habe sie jetzt auch schon ausprobiert. Die trennt sehr gut. Sie verlängert, sie macht die Wimpern sehr, sehr schwarz. Wirklich bam. Also solange ihr jetzt nicht sagt, ihr möchtet optisch einfach aussehen, als hättet ihr mehr Wimpern, also dieses Volumen-Dings, dafür finde ich sie jetzt nicht ganz so gut. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet gern wirklich jede einzelne Wimper definiert haben, sehr lange Wimpern bekommen, sehr schwarze Wimpern, dann ist die wirklich top. Also so sieht die Werbung aus, und ich muss sagen, fast so ist es bei mir auch. Also macht schon gute Wimpern. Dann habe ich mir von Pisswan One Day Long Lasting Sun Lotion mitgenommen. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich schon Winterzeit, aber die war im Angebot und ich wollte sie mal. Ich mag halt die Gesichtsprodukte von denen ganz gerne, und ich fand die Idee, dass man sich das draufschmiert und dann wirklich einen ganzen Tag geschützt ist, sehr cool.
Und ja, deswegen musste die mit. Dann habe ich mir noch von Vitamin E noch eine Augencreme geholt. Finde ich sehr, sehr gut, mag ich. Dann habe ich mir noch von Natural Radiant die Eye Cream mitgenommen. Die hatte ich auch schon mal. Die ist auch sehr, sehr gut. Ich finde halt diese Natural Radiance, die arbeiten halt sehr damit, dass deine Haut von Natur aus so von innen heraus leuchtet. Und das machen sie sehr, sehr gut. Und daher finde ich die Augencreme auch sehr gut. Dann habe ich nochmal von diesem Mandaraspan, da ist echt irgendwas ausgelaufen, keine Ahnung. Nochmal Ambi Heavy, und das ist jetzt eine Body Cream, die werde ich dann wahrscheinlich nur so ein bisschen für die Arme und so verwenden, um danach zu riechen. Dann nochmal so ein Overnight Peeling, weil ich die sehr, sehr gut finde, und ja, dachte ich, nehme ich es einfach mit. Dann nochmal von Balance habe ich die Snake Venom Eye Cream. Die habe ich momentan sogar in Gebrauch als eine andere. Also auch genau so die schwarze, aber eine ältere. Und ich mag die ganz gerne, und die gibt es dort halt im B&M. Dann von Bourjois habe ich noch einen Lippenstift, die Rue von der Rouge Edition. Ich fand die Farbe einfach so geil, weil das ein bisschen wie so, wie heißt es jetzt, Brickstone, ja. Das ist so ein braunrot. Ich swatche euch das mal. So sieht das aus. Die halten, also die machen eine Werbung, dass die 12 Stunden insgesamt halten. Ich würde es jetzt nicht unterschreiben, dass es 12 Stunden sind, aber die halten schon relativ lange. Die trocknen die Lippen nicht so krass aus wie jetzt, sagen wir, ein MAC-Lippenstift. Ich finde die sehr, sehr gut und sehr farbintensiv. Also wirklich, man swiped einmal drüber und es ist rot. Dann ist die Form natürlich ganz interessant, weil es vorne hier so abgeschnitten ist, deswegen passt es sich den Lippen sehr gut an, lässt sich gut auftragen. Ich mag den wirklich, wirklich gern und könnte mir ein bisschen den Arsch beißen, dass ich nur einen gekauft habe und nicht noch ein paar andere. Dann beim TK Maxx habe ich mir einen Essilack gekauft, das ist nichts Spektakuläres, der heißt Private Weekend. Das ist einfach ein weißer mit so Glitzerpartikeln drin. Sehr, sehr schön, mag ich ganz gerne. Und das war es so im Großen und Ganzen. Also das Einzige, was ich noch gekauft habe, ist vielleicht ein bisschen verfrüht, aber das habe ich im B&M gekauft, sind so Weihnachtskarten. Einfach, weil man braucht die immer für Geschenke, und die sind hier echt so unverschämt teuer. Und jetzt habe ich hier dieses fette Pack, wo ich glaube, von jedem von denen sind, ich glaube, 5 Stück drin, und das hat mich 1 Pfund gekostet. Das gleiche für das hier, auch nur 1 Pfund. Und dann habe ich noch solche Giftkarten geholt, auch so Weihnachtsmotto-mäßig. Viel zu viel natürlich, weiß ich auch. Aber wie gesagt, die kosten 1 Pfund, die werden ja nicht alt. Die kann ich jetzt für die nächsten 10 Jahre verwenden, und die finde ich ganz gut. Und ja, das war's. Was heißt war? Ich habe wirklich sehr, sehr viel gekauft. Ich weiß auch nicht, wie lang das Video jetzt geworden ist. Ich lasse es aber in einem Stück, weil sonst ist mir das ein bisschen zu doof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch zu irgendwelchen von den Produkten noch mehr wissen möchtet, schreibt es mir gerne unten rein. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!